Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier bei Release It Fishing Movies. Ich bin heute mit Toni Weise und Lukas Ripplinger vom Black Bass Team Germany unterwegs. Wir haben jetzt gerade das Boot fertig gemacht. Wir haben, wie lange waren wir unterwegs? Über 24 Stunden, oder? Ja, mit Fährüberfahrt und Co. Über 24 Stunden. Sogar länger, ja. Ja, noch länger. 30 Stunden Anreise, kann man schon so sagen. Das waren 30 Stunden. Auf jeden Fall ein harter Trip. Ein weiter Weg. Wir sind jetzt aber am Wasser angekommen. Das Boot ist fertig. Und ja, die erste Mission steht an. Absolut. Tim's First Bass. Tim ist zum ersten Mal überhaupt zum Schwarzbarschfischen. Genau. Und unser Ziel, Toni? Genau, unser Ziel wird sein, den Tim für seinen ersten Schwarzbarsch zu begeistern und ihn dorthin zu bringen. Und ja, das Wetter ist perfekt, es ist alles perfekt. Die Stimmung ist traumhaft, glaube ich. Auf jeden Fall genial. Also wir stehen uns eigentlich jetzt gerade nur noch selber im Weg. Ganz genau. Deswegen, Tim. Ja, wir quatschen nicht lange, wir lassen jetzt das Boot zu Wasser und wir nehmen euch mit. Ganz genau. Viel Spaß. It's my favorite scene. Realize the greatness. Now they're adding things. No, it wasn't easy. Harder than it seems. But it's written in the stars. Written in my genes. Man, I'm feeling good, I'm kinda jealous of my life, yeah. Figures in the six and nigga only 25, yeah. Got a lot to say, a lot of things be on my mind. Got the time, I'm here forever, your duration be a vine. Throw it up, this shit ain't coming, I'm cold as fuck. All of my blessings, I scoop it up. Just started to blossom, a power puff. They choke at the top, so I cut them off, yeah. On the run, the niggas can catch me, I'm lapping them. Like clockwork, you know I already won. I'm sorry, I had to embarrass some. I'm out the frame, cause I'm thinking out the box. Wir haben hier einen schönen Spot mit einer Brücke. Und an den Brückenpfeilern stehen in der Regel immer Bass. Ja, also 14 Meter tief hier und die Jungs, die halten sich immer so auf 5 bis 6 Meter auf. Und wir fischen quasi Würmer an den Brückenpfeilern, lassen die runtersinken. Und also die Würmer kommen meistens nicht durch, sagen wir es mal so. Ja, die werden da sehr, sehr, sehr gemocht. Und genau das machst du jetzt. Okay. Einmal your weapon. Und das ist das Gerät. Ein sogenannter Wacky-Wurm und wahrscheinlich der bekannteste Schwarzbarschköder der Welt, ein Yamamoto Senko in 5 Inch. Ja, und du kriegst natürlich noch eine kleine Challenge hinterher. Du hast so lange Zeit, bis ich den Lolli aufgegessen habe. Okay. Ja, weil wir müssen ja auch in der Competition ein bisschen unter Zeitdruck arbeiten und das darfst du natürlich auch. Wie gesagt, the stage is yours. Ja, du hast eingestellt, machst du soweit? Du kannst dich ja ruhig ein bisschen härter machen. Weil der Anhieb kommt doch recht zackig. Also kannst du wahrscheinlich noch mal. Ja, so ist gut. Das ist gut, weil die Schnur halt auch recht leicht ist. Ja. Du kannst den, du versuchst den einfach mal mit ein bisschen Druck, ein bisschen Schwung so auf die Oberfläche einfach zu werfen. So weit hinter wie das geht. Ja, das war ein Muster. Als hättest du noch nie was anderes gemacht und jetzt Schnur auf und jetzt gibst du den erstmal schön Schnur und lässt ihn mal runter. Ich angel ja auch schon ein paar Jahre, ne? Ja, also das ist, das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja, wir nähern uns. Aber das reicht uns noch nicht. Ja, das war auch. Und jetzt kannst du ihn wieder voll Schnur geben. Klappt's mit dem Film? Sehr gut. Ja. Aha! There we go! Und jetzt musst du echt versuchen, den schnell da rauszuholen, weil du eine sehr dünne Schnur hast. Und die Rute immer schön runter. Guck mal, da ist er. Oh, das ist aber ein schöner. So, und jetzt hat das Boot mitgekriegt und jetzt erstmal Halligalli. Der Handlanger.
Ich würde ihn hier fast sogar landen. Ja. Oder kommst du ran? Und jetzt schön den Griff in das Maul rein. Hier noch ein bisschen. Das sind hinten sie. Ja, perfekt. Yes! Jawohl! Geil, Alter! Petri! Schönes Ding, ey, das ging schneller als man gedacht. Ich hab mein Lolli noch nicht mal zur Hälfte weg. So, mein erster Bass darf wieder schwimmen. Ja, sehr geil. Richtig geil. Also. Danke, Jungs. Herzlichen Glückwunsch. Challenge habe ich gemeistert, oder? Zeig mal deinen Lolli. Ja. Richtig geil, Alter. Das macht Bock. Vor allem einfach nur ja und zack, war er schon dran, ne? Ja. Wie schnell es dann geht. Ja. Ne? Du brauchst halt nur den Plan und... Ich habe es halt so zuppeln gemerkt, ja. Dann habe ich kurz Schnur gegeben. Und... Aber du hast genau richtig mitgenommen. Sehr ja. Schön. Also nicht ins Leere hauen, sondern wirklich schön mitgehen. Druck ja. Dahinter. Da war perfekt vorne gehakt. Besser geht's nicht. Super. Es wird auch nicht der letzte diese Woche gewesen sein. Der Wurm ist hin. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt einen neuen drauf. Jawohl. Und dann fange ich direkt noch ein, oder? Feuer frei. Mhm. Oh, das ist ein guter. Den lässt du mal ein bisschen. Lass mal ein bisschen gehen. Das ist wirklich ein guter Fisch. Den würde ich dir mal, greifen. Wahnsinn, oder? Geil. Sensationell. Ey, das macht so Bock. Das macht richtig Bock. Jetzt weißt du, warum wir jedes Jahr hier hochfahren. Ja. Guck mal, der kommt hoch. Gute Runde. Komm, Digga.
geil. Savage Gear Gravity Stick. Wow. Perfectly hooked, yeah. Yeah. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed. Why stay the same? You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights, lights. Yeah, 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 yeah. Oh. Yeah, 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 yeah. Oh. Geil. Schöner Käfer. Er wollte los. Geil. Ja, Mann. Geil. Oh, herrlicher Fisch. We had some faith that who gon' hurt this. I naughty night you lullaby. I'm doing me, it's do or die. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. Oh, boah. Ja, Toni, Tim, der gibt richtig Gas, ne? Ich muss noch einiges lernen. Oh, schöner Fisch. Boah, guck dir den an, ja. Also Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Und wieder ganz spitz gehakt hier vorne. Geil, Alter. Ich glaube, das ist der schwerste jetzt. Richtig geil, das macht so Bock. Das ist ein richtig guter Fisch. Was haben wir? 1,17. Hast du gesehen? Komm, wir müssen hinterhergeschossen. Guck mal! Oh, Junge! Nicht im Ernst. Oh, krass! Der war ja richtig geil. Ne? Oh, Alter, der wollte den aber. Hey, alles echt schöne Fische, gell? Auf Sicht! Kommt der jetzt hier? Oh, das ist, ich glaube, das ist schwer.
Maul. Fettsack. Ja, oh Gott. Jo, gut. Geht. Als guter Fisch. Aber geil. Schön. Schöner Käfer. Sehr cool. Der ist schön fett, der könnte schwer sein. Schauen wir mal nach. Ja, man verschätzt sich dann doch wieder. 1,15, 1,14. Also so ein knapp 1,2 Kilo Fisch. So wie der vom Tim vorhin auch. Der war sogar ein bisschen größer, weil der war genau 1,2. Big Fish Points bis jetzt an Tim. Absolut. Aber geile Fische sind es und wie gesagt, super in Shape, schön fett. Na. Und ab zurück ins Wasser. Cool. Nice. Also für die 2-2,5 Stunden, die wir jetzt am Fischen sind, haben wir schon echt gut gefangen. Das macht richtig Bock. Ja, bam. Geil. Irgendwie heute funktioniert auch echt alles. Wir machen hier gerade einmal so jede Route durch mit jeder Technik. Und ich sag gerade zu Toni, ach du, ich merke gerade, ich habe noch keinen auf Shaky Head gefangen. Erster Wurf, Shaky Head abgehakt. Sehr gut. Die Kette an Rigs ist natürlich unendlich groß beim Schwarzbarschfischen, aber eine der wahrscheinlich mitbeliebtesten Techniken ist der sogenannte Shaky Head. Ist eigentlich eine Fischerei, die wir bei uns beim Zander- und Barschangeln gar nicht großartig fischen, weil es aber auch, muss man dazu sagen, im Idealfall mit Würmern am besten funktioniert, wie hier hat es auch gezeigt. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie so ein Köder aufgebaut ist, beziehungsweise so ein Kopf. Wir haben im Prinzip einen klassischen Jig-Kopf mit einem kleinen Gewicht, je nachdem, wie schwer man es haben möchte. Aber dann ist hier eine Schraube mit eingebaut, auf den ich meinen Köder aufdrehe in dem Fall. Die Schraube ist vom Winkel her genau in der Flucht zur Hakenspitze. Warum, zeige ich euch gleich. Ich schraube den mal ganz fix hier drauf. So. Auf der Schraube ist er. Und jetzt stechen wir im Prinzip einfach nur noch den Haken hier. Ihr seht hier, so sieht man es vielleicht gut am Bogen, hier wird er austreten, das heißt ich steche ihn hier ein, einmal durch den Gummi durch, im Prinzip wie ein Offset, wie eine Offset-Köder oder Anköderung und dann spieße ich die Kunststoff bzw. die Gummi, das Gummi in den, mit dem Haken auf, habe jetzt hier eine schöne Weedless-Präsentation, das heißt wir können auch in Bäume rein, wir können schön ins Kraut fischen und das Schöne ist jetzt, wenn der Wurm runter sinkt, dann trifft er mit dem Kopf zuerst so auf. Der Kopf hat hier unten noch eine leichte Gerade, damit er ein bisschen steht. Und somit haben wir im Prinzip eine Präsentation, die den Wurm so über den Boden hüpfen lässt. Am geilsten ist natürlich, wenn es dann noch ein Wurm ist, der aus schwimmendem Gummi zum Beispiel gebaut ist, weil dann natürlich die Präsentation extrem gut funktioniert. Und das ist eine wirkliche Bank zum Schwarzbarschfischen. Ich bin mir aber auch sicher, man sollte sowas auch öfters mal bei uns probieren, weil ich glaube, ein großer Barsch, vielleicht nicht ganz so ein großer Wurm, aber ein großer Barsch mit einem etwas kleineren Wurm sollte auch gut funktionieren. Auf jeden Fall eine Sache, die man immer auf dem Schirm haben sollte, Shaky Head. Ja? Mhm. Dann würde ich helfen. Ne? Gut. Ist sehr gut. Boah.
Also ich glaube, man muss dazu sagen, Wettkampf Kescher Martin natürlich. Oh, irgendwo eck mal ein Boot gerade an. Oh. Geil! Das ist doch schon mal. Das ist schon mal ein Bomber. Schöner Fisch. Geil! Vertikal! Ich habe gerade gedacht, komm, lass mal einfach an der Wand runter. Der Wurm, den schlängelt sehr schön darunter und tatsächlich nach, ich schätze mal, 4-5 Metern, der stand schon relativ tief, bleibt die Schnur stehen. Schönes Geschenk hier am Pfeiler abgeholt. Geil. 1,42. Geiler Fisch. Auf jeden Fall. Sehr schön. Let's go. Sehr geil. Das ist doch schon mal ein schönes i-Tüpfelchen. Aber wenn man mal überlegt, ne, der Fisch war jetzt echt schon schön beieinander. 1,4 Kilo. Wenn die mal 2, 2,5 haben, was hier definitiv möglich ist, da redet man nochmal von einer ganz anderen Masse. Die müssen wir uns und den suchen Wettkampf wir jetzt. Ja, oder? Auf dem Wettkampf. Das wäre das Beste natürlich. Ja. Oh, nein, der Motor. Riesig. Das ist riesig. Geil. Alter, ach du Scheiße. Oh! Grande! Oh, was ist denn das? Mann! Jawoll! Ach du Gott, oh Gott! Ach du Scheiße! Scheiße! Das ist jetzt der größte Schwarzbarsch, den ich in Sardinien gesehen habe. Also das ist ein richtig geiler, der geiler, 2, riesiger 3. Fisch. 2-2-2-3 hat er sicher, auf jeden Fall. Mann. Aber kranker Fisch, mega geil. Der sieht so groß aus. Der ist ja auch groß. Geiler Fisch, Junge. Richtiger Bomber. Geile. Aus nichts, den Einstampf, hier, sag schon. Der eine Ast, der da draus guckt. Sieht man das, wenn man das draufklickt? Das eine Ästchen, was da draus kriegt, dreimal angeworfen. Und beim dritten Mal ging's bumm und da kam er.
Alter. Karpfen oder Bass? Wo? Wo siehst du den? Bass. Doch, natürlich ist einer. Oh Gott. Siehst du es, Tim? Da holt ein Fisch. Ja! Nein! Nicht im Ernst. Bleib oben, den holen wir. Wenn es einer verdient hätte. Komm, wir holen hier rum jetzt. Ja. Ehrlich jetzt? Schön, vor allem hier. Also wenn das jetzt... Oh, yes, ja. Das war knapp. Warte mal, gestimmt. Das war sehr knapp. Also das ist ja mal Oberschreck. Kurz zu der Story. Es ist gerade so ein bisschen ein ganz schön langes Mittagsloch, nämlich seit heute Morgen. Aber wir sind jetzt hier an dem Spot. Irgendwie, keine Ahnung, haben das hier jetzt mal ein bisschen ausgefischt. Und auf einmal schwimmt halt einfach ein Fisch vor uns her. Und ich so zum Toni, ist doch ein Karpfen, oder? Nee, Quatsch, das ist kein Karpfen, das ist ein Bass. Hingeschmissen, boom. So. Ich sage, let him go. Sehr geiler Fisch. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy ain't me. Motherfuckers with the mic and I just wanna spread love. I just wanna keep peace and help me. Get some of this money that I'm giving to the people. Never bustin' in them streets, but I keep it cheap though. I ain't in the fairy tales, I'm just me. So, liebe Angelfreunde, ich bin zurück in Deutschland. Hier ist es wesentlich frischer als auf Sardinien. Wir hatten teilweise echt schöne 25 bis 28 Grad mit purem Sonnenschein. Leider wurde Sardinien während unseres Aufenthaltes zum Risikogebiet erklärt. Daher mussten wir erstmal in Quarantäne und einen Corona-Test machen. Dieser ist für alle drei Gott sei Dank negativ ausgefallen. Somit konnten wir die Quarantäne vorzeitig beenden und dem normalen Alltag wieder nachgehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn wir relativ wenig erklärt haben zu diversen Techniken, Ködern oder Köderführung. Aber ich kann euch beruhigen, das haben Lukas und Toni in ihrem Video zum Tournament alles nachgeholt und wir haben da für euch ein sehr informatives und interessantes Video produziert. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst den Jungs gerne ein Abo auf deren Kanal da, genauso wie auf diesem Kanal. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bei allen bedanken, die mein erstes Video, wo ich gemeinsam mit Marc unterwegs war, so krass supportet haben, es geteilt haben, auf diversen Social Media Plattformen Kommentare dagelassen haben, meinen Kanal abonniert haben. Echt, es hat mich mega gefreut. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es geht so weiter. Lasst einen Kommentar da, wie euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.